anderthalb Jahre wenig Zeit für uns selbst. Das wollen wir als Pferdespiel. Ja. Ich würde an dieser Stelle behaupten, es wäre hervorragend, geil, wenn ihr große Teile mitsingen könntet, falls ihr beabsichtigt, aus dem von uns geschriebenen Lied auszusteigen vermögen. Ich bin privat wirklich witzig, doch dass keiner mehr lacht. Ich höre so gerne Witze, doch dass klar, wer sie macht. Ich liebe es zu reisen, ich will raus in die Welt. Ich bin unfassbar reich, wohin mit dem Geld? Ich liebe es zu rauchen, doch kann mein Feuer nicht finden. Ich hab nur drei Hobbys, zünden, zünden, zünden. Ich hasse so lieben, ich liebe und lieben. Oh, ich hasse so lieben, oh, oh lieben, oh lieben, oh lieben, oh lieben. Ich habe geträumt von einem Freund, der für mich da ist. Ich habe geträumt von einem Freund, für den ich da sein kann. Ich habe geträumt, du bist mein Freund, ich konnte die Zukunft sehen. Best friends forever, mein Freund zum Pferdestehen. Wir machen alles gemeinsam, wir gehen gemeinsam aufs Klo. Immer der Strahl sich freut, da kicherst du so. Wenn ich was sehr Gewiss tun will, sagst du, ja, wie die Nacht. Und wenn du mit dem Skateboard aufs Maul fliegst, bin ich der Erste, der da. Game of Thrones spielt, fragst du erst, wie weit ich da bin. Und dass Peter Bane stirbt, sag ich höchstens in einem Song aus Versehen. Ich forme ein Loch aus zwei Fingern und ich schaue jedes Mal rein. Ich nenne dich Hurensohn, doch du weißt, wie ich es mein. Ich habe geträumt von einem Freund, der für mich da ist. Ich habe geträumt von einem Freund, für den ich da sein kann. Ich habe geträumt, du bist mein Freund, ich konnte die Zukunft sehen. Best friends forever, mein Freund zum Pferdestehen. Schneider, eine Taschenlampe, ein Sattel und Snacks für die Frauen. Die Koppel so ruhig und friedlich, der Zaun ist für uns kein Problem. Hand an Hand in Hügeln auf, im Mondlicht sieht man sie stehen. Räuberleiter, ein ganz kurzes Wiehern, ein beherzter Griff in den Schweif. Ich sitze hinter dir, ich gebe ihm die Spuren, deine Schulter, sie geben mir halt. Man hört schon die Schreie vom Dorf her und Fackeln erhellen die Nacht. Zwei Freunde auf einem gestohlenen Pferd, was haben wir uns dabei gedacht? Sag mal, kannst du eigentlich reiten? Nein, du sitzt vorne, du musst reiten. Dein Reiten lernen war dein Job, Jonas. Nein. Ich habe Snacks für die Fahrt gekauft. Weißt du eigentlich, dass ich keine Oliven mag? Oh, Oliven, aber klasse. Ich habe einen Freund und ein Pferd, das niemand bedienen kann. Ich habe ein Pferd und ein Freund, der vieles zu wörtlich nimmt. Ich habe ein Pferd, braucht ihr jemanden? Pferd, weil dann will dieses Pferd mehr.
denn wer solche Freunde hat, braucht keine Pferde mehr. Der wildeste Ritt in der ja. Tatsächlich basiert unsere Freundschaft auch zu großen Teilen auf Dingen, wo wir uns nichts Gutes wollen, um drüber zu lachen. Es ist das so? Ja, ich muss würde sagen, der klassische Streich. Manchmal gehen Streiche in die Hose. Das bringt mich zu diesen T-Shirts, die wir heute beim Streichen anhatten. Es war nämlich so, vor rund 4 Jahren erschienen in der DB Mobil, wir haben es länger folgt, hat das mitgemacht. Da erschien ein Artikel über uns oder ein Tipp. Wir waren Tipp in der DB Mobil. Das ist so der Durchbruch für jede Band, weil die DB Mobil ist die auflagenstärkste Zeitschrift Deutschlands. Wir dachten, da dürfen die Leute, jetzt ist es soweit. Da dachten wir, jetzt geht's richtig los. Und da stand drin, Max Kennel und Thomas Meyer sind das Lumpenpack. Und das fanden wir wahnsinnig witzig. Und das haben wir ja, also 50% so, der Band fanden das wahnsinnig. Ja, wir haben das wirklich, wir haben das geritten. So. Und dann war ich im Urlaub danach und Jonas dachte sich, okay, jetzt drehe ich den Spieß um und lasse T-Shirts drucken, wo Max als Thomas tituliert wird. Ja. Und hat die berühmten Thomas-Shirts. Sie sind bei uns ein Running Gag. Es ist ein Shirt, darauf ist mein sehr hässliches Konterfei zu sehen. Wirklich auch schlecht gemalt. Ja, es ist neben dem von Thomas Anders und Thomas Gottschalk. Und drüber steht Thomas. Ja, Jonas fand es wahnsinnig witzig. Ja, es wirklich für mich war es richtig witzig. Ja, und es war so, Jonas schrieb diese Mail an unseren Merch-Anbieter. Ich würde sagen, wir machen da so 50 Stück. Ja. Dachte Jonas. Ja. Er hat sich aber vertippt. Und seitdem haben wir 500 dieser Shirts. Und ich sage mal, es gibt die Verkaufszahlen bewegen sich im einstelligen Rahmen. Sagen wir mal so, 50 hätten wir verkauft. 50 hätten wir verkauft in den letzten 4 Jahren. Werd die los. Jetzt. Also, los. Dazu muss man erst mal sagen, pass auf. Dazu muss man sagen, wir haben diese Shirts heute zum Streichen angezogen. Das sind, ich sage jetzt nicht, wer welches Shirt anhatte. Es sind vor allem 3, glaube ich. Ja, eins hatte Jason auch an. Das ist quasi der Hauptpreis heute, weil Jason riecht sehr gut. Ja. Jason riecht ganz fantastisch. Ich hoffe, ihr könnt es haben. Ich weiß nicht, macht man das jetzt lieber dann ab? Ich schmeiß die jetzt einfach ins Publikum, oder? Aber das ist mir ganz unangenehm, ehrlich gesagt. Aber ja, mir auch. Es war nämlich schon immer mir unangenehm, dass dieses T-Shirt existiert. Das ist das Thomas-Shirt, oder was? Ja, Leute, es sind 3 Stück. Oh. Was soll ich machen? Jetzt gehen die auch schon los, weil hier 1000 Leute stehen und ich 3 Shirts. Ich bin nicht Jesus, Leute. Ich würde sie gern teilen. Ich würde euch gerne alles abmachen. Das hat schon damals nicht so gut funktioniert. Aber hier ist doch gar nicht so viel drauf. Ja, Jason hat nämlich, guck mal, das ist wahrscheinlich Jasons Shirt. Guck mal, wie viel Jason gestrichen hat. Ja. Ja, der kommt aber auch nicht an die schwierigen Stellen hin. Durch die Fenster im Abteil sehen.